Moin meine Freunde und ja, herzlich willkommen zu einem kurzen neuen Video. Es gibt mal wieder ein kleines Update. Ja, wie soll ich sagen? Ich finde das immer ganz toll, wenn man anderen unterstützt und helfen tut. Das werde ich zwar im Weiteren. Aber ich finde es halt dennoch bescheiden beschissen, wenn man das Gefühl hat, dass man hilft. Die Trigger hochkommen und nicht nur die Trigger hochkommen, dass das derbe überkippt. Ich bin ganz ehrlich. Und das ist halt heute letztlich auch passiert. Ja, ich sage nur toxische Beziehung. Zwei toxische Menschen. Ich nenne dabei keine Namen. Mir ist das ehrlich gesagt egal. Bei mir ist halt der Punkt, warum ich mir die letztlich auch fernhalte. Wenn ich so einen Trigger habe, dann wirkt das auch erst meist am anderen Tag nach, wenn das am vorigen Tag gewesen ist. Das heißt, wenn das so derbe nachwirkt, das kommt auch erst am Ende des Tages, wirklich wortwörtlich gesehen, am späten Nachmittag erst deutlich höher. Der Druck steigt und der Pegel steigt in dem Sinne, weil. Wie soll ich das erklären? Es geht einem nicht gut. Man ist ausgebrannt. Man ist irgendwie, ich weiß nicht, man ist schlapp. Man ist richtig schlapp. Und der Körper sagt dann in dem Punkt sagt er dann, nein, ich möchte nicht. Und du kannst jetzt machen, was du willst. So, bei mir war es jetzt in dem Fall so, ich war kurz einkaufen, weil ich musste sowieso raus und folglich ist es halt so, wenn es mir dann auch nicht geht, dann mache ich auch keine Videos und auch keinen Content, weil wirklich der Fall dann auch ist, dass ich dann mich nicht in der Lage fühle, wenn ich dann so losgehe, dass mir schlapp ist, dass es mir nicht gut geht, dann und der ganze Kram dann quasi noch in den Knochen hängt, da muss ich meistens, ist es halt dann der Fall, dann geht's wieder, wenn ich rausgegangen bin, wenn ich mich ein bisschen bewegt habe, an der Luft war. Einkaufen war vielleicht mal, weiß ich nicht, mit ein, zwei Leuten mal ein bisschen gequatscht habe oder so, dann geht es. Das lenkt dann auch ab und dann lässt das auch wieder nach und dann geht das auch wieder weg. Und ja, das werden jetzt einige nicht unbedingt verstehen, was mein Problem in der Hinsicht ist. Mein Problem ist damit, und das werde ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen, was Trigger sind für mich, die böse sind. Und warum ich auch so derbe austausche und rausschmeiße. Das sind letztlich die Gründe, warum ich das auch tue und warum ich das auch machen soll. Auch von meiner Therapeutin gesehen. Alle Trigger. Wie toxische Ex-Beziehung. Ex-Freundin, Ex-Freund. Wenn ich sowas in der Umgebung habe, dann muss ich da weggehen. Und dann darf ich da auch nicht länger als notwendig bleiben. Darf mich da auch nicht mehr mit auseinandersetzen und ich darf auch nicht mehr helfen, gar nichts mehr in der Art machen. Nur wo das Problem, wo dann die Probleme auch nicht sind, wo auch kein Trigger auch drauf ist, wo ich dann auch wirklich keine Schmerzen habe, ist, wenn ich jetzt was für jemanden mache, dann geht das. So, aber wenn das jetzt irgendwie Leute sind, die dann noch Öl ins Feuer kippen müssen, beispielsweise. Und nicht nur Öl ins Feuer kippen müssen, dann noch provozieren müssen, dann kippt das sauer über und dann macht auch meine Gesundheit einfach auch nicht mehr mit. Und wenn das auch noch so derbe ist und zwei toxische Menschen den Scheiß mitunter verursachen, ich damit unter für Ruhe sorgen muss, ja, das sind halt Dinge, die gehen nicht mehr. Und das möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen. In gewissen Rahmen kann ich helfen. Für die Zukunft. Und das darf auch den Rahmen nicht mehr sprengen. Wenn das den Rahmen sprengt, dann bin ich weg und dann bin ich raus. Einfach aus dem Grund, um mich selber zu schützen. Ich muss das jetzt nun mal leider machen. Denn, ja, wenn man zu viel hilft und man hängt da noch in diesem Kram drinne und man hat diese Trigger irgendwo, dann ist es nicht vom Vorteil, wenn man seinen Arsch hinhängt und gefühlt einen Arschtritt kriegt. Was ich damit meine ist, um das mal nett und förmlich auszudrücken ist, man hilft den Leuten und letztlich hängen sie dann doch wieder mit den Leuten ab.
Und das ist für mich ein Arschtritt oder eher gesagt ein Ding, wo man mir in den Rücken fällt. Keine gute Idee. Und deswegen werde ich das nicht mehr machen. Das hat einfach Gründe. Es birgt auch Trigger. Gerade diese toxische Beziehungskacke, ja, was ja nun mal nichts anderes als Müll ist. Und dreckige, räudige Scheiße eigentlich. Das muss ich einfach mal sagen, ohne irgendwen da jetzt zu benennen. Und das sind halt auch so Dinge wiederum, warum ich auch die Leute auch so eiskalt rausschmeiß. Ich habe halt keinen Bock mehr auf die Trigger. Ich habe keinen Bock, am Ende dann hier zu hocken und zu leiden. Irgendwo ausgebrannt zu sein, kaputt zu sein, fertig zu sein, so dass ich dann mitunter da sitze und mir denke, wenn ich jetzt eine Knarre da liegen habe, dann würde ich mir eine Kugel geben. So, und diesen Fall hatte ich jetzt heute gehabt. Und das ist einfach zu extrem. Das muss man nicht immer verstehen. Das muss ich einfach sagen. So, und es gibt halt Leute, die finden das super lustig, wenn man Menschen nicht mag, dass man die manipuliert. Und alles so Sachen, wo ich ganz klar sage, das geht nicht mehr, ich möchte das nicht. Und wenn ich halt Leuten aus der Ferne helfen muss, weil das nicht mehr anders geht. Und das ist bei einer Person leider der Fall. Ich unterstütze eigentlich in der Regel gerne, aber ich bin auf eine Weise auch enttäuscht, dass da auch keine Einsicht kommt. Dass da des Weiteren halt auch die Toxic-Kram da auch zugelassen werden. Des Weiteren. Und folglich kann ich das auch dann nicht mehr so machen. So wie man sich das vielleicht vorstellt oder was auch immer. Ne? Das muss ich einmal sagen. Das ist dann sehr, sehr traurig. Aber ich kann das nicht mehr. Meine Gesundheit steht an vorderster Front. So, und wenn Leute das nicht verstehen, dann muss ich gehen. Das ist so. Und so werde ich das auch machen. Ja. Wer den Wert meiner Person kennt und sieht, wird auch merken, dass ich das nicht einfach so mache. So, und heute war wirklich so der Fall, wo ich wirklich echt gedacht habe, so, dass ich mich ehrlich gesagt ganz ehrlich sonst wo entschießen würde. Ja, weil es einfach zu viel Toxic-Kram war. Und da ist einfach wirklich der Punkt anbelangt, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr zulassen. Und ich muss jetzt halt mehr auf mich aufpassen. So, und heute ist wirklich so ein Tag, wo das wirklich mal wieder derbe gekippt ist. Und wenn das so derbe kippt, dann muss was im Vorfeld gewesen sein. Und da ist auch eine Menge gewesen. So, ich kann bei sowas einfach auch nicht immer zuschauen, aber ich werde mich da auch bedeckt halten. Und ich sage das jetzt hier auch so. Wenn ich schon Ratschläge gebe, was man besser machen kann, dann sollte man es vielleicht auch umsetzen, als sich dann wieder versuchen, bei mir anzulehnen und zu sagen, ja, was kann man machen und bababa. Wenn man natürlich den Rat nicht annimmt und nicht auch versucht, das anders zu gestalten, dann kann ich nichts mehr tun. Das muss ich einfach so sagen. Ich kann es dann irgendwann nicht mehr. Denn man merkt es, dieser vergangene Toxic-Kram, was das bei mir an Spuren hinterlassen hat. Wenn ich das nicht mehr kann. So, mitunter schweißgebadet wieder von draußen reinkommen. Obwohl ich, keine Ahnung. Ne? Also, ich möchte einfach nur mal dazu sagen, ich muss wirklich mehr auf mich aufpassen. Es sind auch halt auch Leute in meiner Umgebung auch, die sich auf eine Weise auch Gedanken machen. Weil die das immer wieder merken, dass diese Sachen wirklich derbe Spuren hinterlassen haben. Und diese Trigger, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, das kann man nicht kontrollieren, wann die kommen. Die kommen unvorhergesehen und vor allen Dingen nicht nur unvorhergesehen, die kommen unerwartet. Und dann sitzt man da und uff, so. Und dann geht's einem nicht unbedingt gut, dann geht's einem mitunter bö, so, ne, so richtig So, und dann sitzt man da und dann denkt man wirklich so, Scheiße. Egal was du machst, du bist am Ende der Arsch, obwohl du nichts gemacht hast. Ja? Die Rechte der Menschen irgendwo schützen willst und darauf achten tust, dass es auch den Leuten in deiner Umgebung gut geht. Und das sind halt so Sachen, das geht nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr so umsetzen, weil einfach zu viel Toxizität ist.
Und ich kann das auch nicht alleine tragen. So, wenn natürlich auch kein Support kommt von dem, was ich mache, dann kann ich auch nicht viel tun. Und wenn man natürlich dann auch, ja, weiß ich nicht, so eine Muschi von Heususe ist, das muss ich einfach mal so sagen, das sage ich jetzt einfach mal so knallhart, ohne jetzt hier irgendwen darauf anzusprechen. Dann braucht man sich nicht wundern, dass die toxischen Menschen dann am Ende des Tages damit einem machen, was sie wollen, weil sie merken, dass sie es mit dir können. Und wenn sie merken, dass sie es mit dir können, dann machen sie es auch mit anderen. Ne? Und sind halt so Dinge, das kann ich einfach auf Langfrist nicht mehr stützen. Und sobald auch Server auch toxisch sind, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, dann werde ich diese auch verlassen, ohne Wenn und Aber. Und dann gibt es da auch keinen Support und nichts mehr. Einfach auch überlegen, wie man mit Menschen umgeht, ob man auch Menschen provozieren muss, etc. pp. So. Das gibt Gründe, warum ich das tue. So. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Es ist faktisch, praktisch ungesund. Ganz ungesunde Scheiße ist das. Und wenn man das nicht versteht, und man meint, man muss sich von anderen kaputt machen lassen, dann bitteschön. Aber dann ist das nicht mehr mein Problem. Ganz einfach. Und dann kann ich auch nichts mehr tun. Ich bin so und ich mache schon Therapien. Und dennoch kann man diese Trigger nicht immer ausschließen und ausschalten. Ne? Wenn ich Pech habe, begleitet das mich mein restliches Leben. Ja, einfach nicht schön sowas. So, und dann weiß ich nicht, was man daran geil finden muss. Ob man Menschen manipuliert, dass man denen schaden will und und. So, das sind wirklich Schäden, die sind nicht hausgemacht. Einfach mal darüber nachdenken, ob man das selber möchte und ob man auch in Zukunft solche Menschen noch länger an sich ranlässt. Nur mal als Information. So, das ist jetzt ein allgemeines Video, ohne irgendwen anzugreifen. Es geht einfach nur schlicht und ergreifend darum, dass einfach mal bewusst wird, was das mit mir gemacht hat, warum ich so reagiere und warum ich letztlich bei sowas weg bin. Grundsätzlich, numero uno, werde ich bei sowas nicht mehr mitmachen. So, sobald ich merke, irgendwas ist toxisch und da reicht nur ein kleiner Millimeter und ich bin sofort weg. Weil das ungesunde Scheiße ist und einfach nicht mehr gesund und auch nicht mehr normal vor allen Dingen. Ja? Das ist kein respektvoller Umgang, das ist eigentlich Shit. So. Und mehr auch nicht. Denk mal auch mal selber mal darüber nach, ob das manchmal so eine kluge Vorangehensweise ist, dass man toxische Menschen auf seinem Server lässt. Nur mal dazu.